Wehe, wehe. E prefatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good look, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da ti do di do chi bo chi bo bo. Da ti do di do chi bo chi bo bo. Da ti do di do. Also, unsere Stellungnahme. Sie fassen ja dann sicher Ihre eigene ab, nicht wahr? Am 18. Dezember um 17.30 Uhr schlug Sören Schneider, 11 Jahre, bewaffnet mit einem Stock, nach einer verbalen Auseinandersetzung im Stadtpark, unserem Sohn Lars Wollstedt ins Gesicht. Die Folgen dieser Tat sind neben einer geschwollenen Oberlippe 2 abgebrochene Schneidezähne. Beim rechten Schneidezahn einhergehend mit Schädigung des Nervs. Bewaffnet. Bewaffnet? Ah, bewaffnet gefällt ihm nicht. Was sollen wir sagen, Mike? Ausgestattet, ausgerüstet? Ausgestattet mit einem Stock. Ist Ihnen das recht? Ausgestattet, ja. Also, ausgestattet mit einem Stock. Ausgestattet. Wissen Sie, das Ironische an der Sache ist, dass wir den Stadtpark immer für einen Hort der Sicherheit gehalten haben. Anders als die Festwiese. Ja, ja, wir haben immer gesagt, Festwiese nein, Stadtpark ja. So kann man sich irren. Naja, jedenfalls danken wir Ihnen, dass Sie gekommen sind. Es hat doch niemand etwas davon, sich hier von Gefühlsmechanismen steuern zu lassen, oder? Nein, bitte, wir haben zu danken, wirklich, wir. Naja, ich glaube, wir brauchen uns gar nicht gegenseitig zu danken. Zum Glück gibt es ja immer noch die Kunst des zivilisierten Umgangs miteinander, nicht wahr? Den die Jungs offenbar nicht beherrschen. Ich meine unserer. Ja, unser Junge, leider. Was wird denn jetzt aus dem Zahn, dessen Nerv beschädigt sein soll? Nun, das ist noch unklar. Die Ärzte sind zurückhaltend mit einer Prognose. Offenbar liegt der Nerv nicht gänzlich bloß. Ja, nur eine kleine Stelle liegt bloß. Ach, ein Teil liegt bloß, ein anderer ist noch geschützt. Deshalb wird der Zahn auch nicht verödet, jedenfalls vorerst nicht. Er soll noch eine Chance bekommen. Es wäre auf jeden Fall besser, eine Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden. Oh ja, oh ja. Deshalb wird der Zahn jetzt beobachtet, damit der Nerv noch eine Chance hat, sich zu erholen. Mhm. Ja, und solange bekommt er ein keramisches Inlay. Zahnersatz kann jedenfalls nicht vor dem 18. Lebensjahr gemacht werden. Nein, nein. Dauerhafter Zahnersatz wird erst nach abgeschlossenem Wachstum eingesetzt. Natürlich. Wir hoffen ja so sehr, dass alles bald wieder gut wird. Ja, hoffen wir es. Also, Ihre Blumen da, die sind ja wirklich ganz entzückend. Ja, die sind von dem kleinen Blumenladen am Wochenmarkt. Ja. Mhm. Sie wissen schon, oben, Ecke Lilienstraße, der... Ah, ja, ja, ja. Mhm. Die kommen jeden Morgen frisch aus Holland. Ja. 5 Euro für die ganze Vase voll. Ist das so? Sie wissen schon, oben, ja. Ecke Lilienstraße. Ich weiß, ja. Ja. Mhm. Haben Sie gewusst, dass Herr Sören nicht verraten wollte? Nein, das wollte er nicht. Das war beeindruckend. Dieses Kind... mit seinem zerschmetterten Gesicht, mit seinen zerschmetterten Zähnen zu sehen, das ihn partout nicht verraten wollte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Katharina, wir müssen auch ehrlich sein. Ja? Er wollte vor seinen Klassenkameraden auch nicht als Denunziant dastehen. Ja? Das war nicht nur Tapferkeit. Stimmt schon. Aber Tapferkeit ist auch eine Art Gemeinschaftssinn. Ja, das ist natürlich richtig. Aber sagen Sie mal, was mich jetzt wirklich interessieren würde, können Sie mir verraten, wie Sie eigentlich darauf gekommen sind, dass es unser Sohn Sören war? Nun, wir haben Lars erklärt, dass er diesem Jungen keinen Gefallen tut, wenn er ihn deckt. Wir haben zu ihm gesagt, wenn dieser Junge glaubt, er könnte einfach so ungestraft drauf losprügeln, warum sollte er dann damit aufhören? Wir haben Lars erklärt, dass wenn wir die Eltern dieses Jungen wären, wir würden unbedingt Wert darauf legen, dass man uns informiert. Natürlich. Ja, was für ein Versäumnis, ne? So.
Jörg, ja. Ja, danke für den Rückruf, ja. Ja, ja, ja. Ja, steht heute in der Zeitung. Warte, ich lese Ihnen das mal vor. Hier. Laut einer in der Wirtschaftswoche veröffentlichten, gestern im Handelsblatt nachgedruckten Studie haben zwei australische Forscher die neurologischen Nebenwirkungen des Blutdrucksenkers Antril vom Hersteller Verens Pharma untersucht, die von verminderter Hörfähigkeit bis zur Ataxie reichen können. Sagen Sie, wer hat bei Ihnen eigentlich ein Auge auf die Presse? Ha? Tja, ja, das ist eine große Scheiße. Ja. Ja, was mich vor allen Dingen ankotzt, ist, dass in 2 Wochen die Aktionärsvollversammlung vor der Tür steht. Sagen Sie, sind Sie auf so einen Konflikt überhaupt vorbereitet? Ja, na gut. Ja, ja, okay, einverstanden. Ja, ja, Entschuldigung. Sie sind? Anwalt. Ah. Und Sie? Ja, ich betreibe einen Großhandel für Haushaltsartikel. Und meine Frau ist Schriftstellerin. Und nebenbei arbeitet sie auch in einer Kunst- und Geschichtsbuchhandlung. Ah, Schriftstellerin. Ja. Naja. Ich habe an einem Gemeinschaftswerk über die Zivilisation von Saba mitgewirkt. Vor dem Hintergrund der Ausgrabungen, die nach dem äthiopisch-eritreischen Krieg wieder aufgenommen wurden. Und im Juni, da bringe ich ein Buch über die Tragödie von Darfur heraus. Sie sind also auf Afrika spezialisiert, ja? Ich interessiere mich für diesen Erdteil, ja. Sehr schön. Und haben Sie noch weitere Kinder? Lass hat eine 9-jährige Schwester, Henrike. Sie ist gerade böse auf ihren Vater, weil ihr Vater heute Nacht ihren Hamster weggeschafft hat. Sie haben den Hamster weggeschafft? Naja, diese Tiere machen nachts einen unerträglichen Lärm. Ja? Das sind ja nachtaktive Tiere. Ja. Lars hatte Schmerzen und dieser Lärm hat ihn verrückt gemacht. Und unter uns wollte ich dieses Tier schon lange mal abschaffen. Und jetzt habe ich gesagt, das reicht, habe ihn genommen. Und ihn dahin gebracht, wo er sich wohlfühlt, dachte ich. In der Gosse oder in der Kanalisation. Aber denkst du, ja? Sitzt da und starrt mich an. Wie versteinert. Das sind ja wohl offenbar weder Wild- noch Heimtiere. Also ich weiß nicht, wohin mit diesen Tieren. Stellst du ihn auf eine Lichtung im Wald, ist er da genauso unglücklich. Also ich weiß nicht, wohin mit diesen Tieren. Jo, und dann haben sie ihn einfach draußen gelassen? Er hat ihn draußen gelassen und Henrike erzählt, er sei weggelaufen. Aber sie hat ihm natürlich nicht geglaubt. Ja, und heute Morgen war der Hamster weg, oder was? Weg. Ja. Was? Ja. Und Sie? In welcher Branche arbeiten Sie? Ich bin Vermögensberaterin. Sagen Sie, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt so direkt frage, aber wäre es wohl möglich, dass Sören sich bei Lars entschuldigt? Also ich fände es gut, wenn die beiden miteinander reden. Oh Gott, Georg. Er muss sich schon bei ihm entschuldigen. Er muss ihm ganz klar sagen, dass es ihm wirklich leid tut. Ja, sicher. Tut es ihm denn wirklich leid? Hören Sie, ich meine, er weiß, was er angestellt hat. Die Folgen, die waren ihm natürlich nicht bewusst. Er ist 11. Mit 11 ist man kein Baby mehr. Ja, also mit 11 ist man aber auch kein Erwachsener. Oh, wir haben ihm ja gar nichts zu trinken angeboten. Ach. Ein Kaffee oder ein Tee? Ein Tee, ja. Ja. Gerne. Herr Tee ist gut. Ja. Für mich auch gerne einen Tee, bitte. Ja. Haben wir noch was für den Apfelstrudel? Ja. Ja. Ein ausgezeichneter Apfelstrudel. Ja. Ich sag immer, wir sind alle nichts als Lehmklumpen. Und daraus müssen wir dann irgendetwas machen. Vielleicht kommt das später in irgendeine Form. Weiß man's? Und von diesem Apfelstrudel, ja, von dem müssen Sie unbedingt probieren. Das ist nämlich so einen guten Apfelstrudel, den findet man heutzutage nicht mehr so oft. Da haben Sie bestimmt recht. Ja. Und Sie, womit handeln Sie? Ja, Haushaltswaren. Also Türbeschläge, Türscharniere, Töpfe, Pfannen, alles Mögliche. Sowas läuft, ja? Ja. Also goldene Zeiten haben wir nie erlebt, ja. Schon als wir anfingen, da war es schwer. Aber wenn ich dann mit meiner Tasche und meinem Katalog losziehe, dann läuft's. Ja. Wir sind ja zum Glück saisonunabhängig. Also anders als zum Beispiel in der Textilbranche oder so. Obwohl, die
die Terrinen für die Entenleberpastete. Ja, die geht bei mir natürlich im Dezember auch besser, das ist ja klar. Entschuldigen Sie mal eben. Aber als Sie gesehen haben, dass der kleine Hamster erstarrte, warum haben Sie ihn nicht wieder mit draufgenommen? Weil ich solche Tiere nicht anfassen kann. Sie haben ihn doch auch auf den Bürgersteig gebracht. Ja, ich habe ihn in seiner Schachtel nach unten getragen und dort ausgekippt. Ich kann solche Tiere nicht anfassen. Also ich weiß nicht, wer den Apfelstrudel in den Kühlschrank gestellt hat. Monika stellt einfach alles in den Kühlschrank. Da kann man wohl nichts machen. Wie möchten Sie denn Ihren Tee, Georg? Zucker? Danke, nein, nein, nein. Sagen Sie, womit ist denn Ihr Strudel da? Äpfel und Quitten. Äpfel und Quitten? Mein kleines Geheimrezept. Jetzt ist er ein bisschen zu kalt. Schade. Äpfel und Quitten, das hatte ich auch noch nicht. Bedienen Sie sich. Oh. Äpfel und Quitten ist klassisch. Ah, ja. Aber es gibt einen Trick. Mhm. Die Quitten müssen dünner geschnitten werden als die Äpfel, denn Apfel ist schneller durch als Quitte. Ja. Aber das ist doch nicht das eigentliche Geheimnis. Jetzt lass sie erstmal kosten. Ja. Oh, Entschuldigung. Dankeschön. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Des klassischen Apfelstrudel aus Kern. Ja. Ehrlich gesagt, ich hab's von seiner Mutter. Aha. Lebkuchenkrümel, das ist hervorragend. Mhm. Ja? Ich meine, wenigstens lernen wir auf diese Weise noch ein neues Rezept kennen. Ne? Also mir wäre es lieber gewesen, wenn mein Sohn dafür nicht hätte zwei Zähne verlieren müssen. Ja, das habe ich ja gemeint. Oh, das ist aber merkwürdig ausgedrückt. Ich hab's noch ein bisschen anders gesagt. Jörg, was denn noch? Was? Nein, 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 bloß keine Gegendarstellung. Das heizt doch die Diskussion nur an. Nein. Hm? Sagen Sie, haben Sie eigentlich Rückstellungen gebildet? Ja. Und hören Sie diese Nebenwirkungen, was ist das denn hier? Ataxie, was ist denn das? Bei normaler Dosierung, ja? Mhm. Ja. Seit wann ist das bekannt? Da haben Sie das Mittel nicht schon längst vom Markt genommen? Wie sind denn die Umsatzzahlen? Ach so, ja. Naja. Ja gut, okay, ja. Ja, einverstanden. Ja, ciao. Georg, lass uns doch bitte wieder Gesellschaft. Ja, gleich. Franz, ja, hör zu, Franz. Ja, denen ist das Problem schon seit 2 Jahren bekannt. Ja. Interner Bericht, ja. Ja, nein. Offiziell wurde da nie was von Gesundheitsproblemen gesagt. Nein. Keine Vorsichtsmaßnahmen, keine Rückstellungen in der Jahresbilanz, nichts. So Gleichgewichtsstörung, schwankender Gang und so. Kurz gesagt, es sieht so aus, als hättest du ständig einen Sitzen. 150 Millionen Dollar Jahresumsatz, ja. Nein. Ja, der Idiot wollte, dass wir eine Gegendarstellung erwirken, das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Dazu, wenn sich das gar nicht beruhigt, ja, dann geben wir so eine Presseerklärung raus, à la Störfeuer kurz vor der Jahreshauptversammlung oder so, irgendwas, ne? Ja. Ja, er ruft mich zurück, ja. Okay, ciao. Ich habe auch den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja, bedienen Sie das noch. Und wo waren wir denn stehen geblieben? Dass es angenehmer gewesen wäre, sich unter anderen Umständen kennenzulernen. Also der Strudel ist von Ihrer Mutter, ja? Mein Rezept ist von meiner Mutter. Gemacht hat ihn natürlich Tina. Ach so. Deine Mutter mischt nicht Äpfel und Quitten. Die Ärmste muss sich operieren lassen. Ja. Wohin denn? Am Knie. Oh. Ah, ja. Sie bekommt ein künstliches Kniegelenk aus Metall und Polyethylen. Ne? Mhm. Sie fragt sich, was daraus wird, wenn sie sich einäschern lässt. Du bist gemein. Nein, wieso? Sie will nicht bei meinem Vater begraben werden. Ne? Sie will sich einäschern lassen und zu ihrer Mutter, die ganz allein unten in Süddeutschland liegt. Zwei
Urnen, die sich mit Blick auf die Alpen unterhalten. Zwei ja. Urnen, die mit auf die Alpen. Tja, also wir sind Ihnen wirklich sehr dankbar für Ihre Großzügigkeit. Ach. Und wir wissen es zu schätzen, dass Sie die Sache beilegen wollen, anstatt sie unnötigerweise zu verschärfen. Ach, das ist doch das Mindeste, aber wirklich. Nein, Frau Wollstedt, ich weiß wohl ganz genau. Viele Eltern ergreifen absolut kindisch die Partei ihrer eigenen Kinder. Und wissen Sie, wenn Lars unserem Sören zwei Zähne ausgeschlagen hätte, ich bin mir nicht sicher, ob wir so gelassen reagieren würden, wie Sie jetzt hier gerade. Aber sicher doch. Da hat sie schon recht. Nein, nein, wir wissen doch alle, dass es genauso gut hätte andersrum passieren können. Ja? Und Sören? Wie geht er mit der Situation um? Naja, also er redet nicht so viel darüber. Ich glaube, er ist einfach ein bisschen überfordert. Aber ihm ist schon klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Nein, ihm ist nicht klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Warum sagst du das? Natürlich ist es ihm klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Ihm ist klar, dass sein Verhalten brutal war, ja. Aber ihm ist nicht klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Ihm gefällt das Wort nicht. Aber es ist leider das treffende Wort. Unser Sohn hat Ihren Sohn nicht entstellt. Ihr Sohn hat unseren Sohn entstellt. Kommen Sie um 5 wieder und sehen sich seinen Mund und seine Zähne an. Vorübergehend entstellt. Schauen Sie, so ein Mund, ja, der schwillt ja wieder ab. Ja. Und was die Zähne angeht, ich meine, wenn es da den besten Zahnarzt braucht, dann bin ich durchaus bereit, mich an den Kosten zu beteiligen. Ja, aber dafür gibt es doch Versicherung. Ja? Also uns ist es wichtig, dass die beiden sich wieder vertragen. Und dass sowas nicht wieder vorkommt. Natürlich, das geht uns doch genauso. Dann könnten wir doch eine Begegnung arrangieren, ja? Ja, genau. In unserer Gegenwart? Ich meine, die brauchen doch kein Coaching. Die regeln das unter Männern. Also Georg, unter Männern. Das ist jetzt wirklich ein Witz. Aber gut, okay, vielleicht brauchen wir nicht dabei zu sein. Vielleicht ist es auch in Ordnung, wenn die Jungs das schon ganz alleine untereinander regeln. Also meinetwegen, halten wir uns zurück. Machen Sie es allein. Die Frage ist doch nicht, ob wir dabei sein sollten. Die Frage ist doch, wollen Sie miteinander reden? Wollen Sie sich aussprechen? Also Lars will. Aber Sören? Der wird nicht nach seiner Meinung gefragt. Also er muss es schon von sich aus wollen. Sören hat sich aufgeführt wie ein Schläger. Da sind uns im Augenblick seine Gefühlsregungen egal. Also wenn Sören es als Strafmaßnahme empfindet, dass er Lars treffen muss, dann starren die beiden sich doch nur an und es gibt eine einzige Katastrophe. Hören Sie mal zu, Frau Wollstedt. Unser Sohn, ja, das ist ein Wilder. Ja? Das ist völlig illusorisch, von ihm spontane Reue zu erwarten. So, Anne, ich muss jetzt wieder in die Kanzlei. Du kannst ja hierbleiben. Du kannst mir dann berichten, was ihr so besprochen habt. Ja, sowieso überflüssig. Ja, die Frau denkt, der Mann muss dabei sein. Der Vater. Wäre das zu irgendetwas nütze. Warum steht er im Weg und verhält sich ungeschickt? Sagen Sie, Sie sehen von hier aus bis zur Müllverbrennungsanlage? Sehr lustig. So, ich kann auch nicht länger bleiben. Was? Tut mir leid. Ja. Mein Mann war noch nie einer von den Vätern, die den Kinderwagen gerne geschoben haben, wissen Sie? Das ist aber schade. Ja. Es ist so schön, ein Kind spazieren zu fahren. Oh, und es geht ja so schnell vorbei. Mike, du hast dich gerne um die Kinder gekümmert und hast mit Vergnügen den Kinderwagen geschoben. Ja, ja. Also, was beschließen wir? Ja, könnten Sie heute Abend gegen 19.30 Uhr mit Lars zu uns kommen? Wäre Ihnen das recht? 19.30 Uhr? Ja, was meinst du, Mike? Wie? Also, wenn Sie erlauben, ja? Eigentlich müsste sich Sören doch auf den Weg zu uns machen. Oh, ganz meine Meinung. Also warum sollte sich das Opfer auf dem Weg machen? Das stimmt. Also um 19.30 Uhr kann ich nirgendwo sein. Wer braucht dich denn? Du wirst zu nichts nutzen. Trotzdem, es wäre gut, wenn auch der Vater dabei wäre. Ja, aber dann auf jeden Fall nicht heute Abend. Oh. Ja, was ist denn? Was? Nein, keine Rückstellung bilden jetzt. Im Jahresbericht ist die Sache nicht erwähnt. Nein. Ja, es gibt keine Beweise. Ciao.
Morgen bin ich in Den Haag. Ah, Sie arbeiten in Den Haag? Ja, ich habe da einen Fall am Internationalen Gerichtshof. Wichtig ist doch, dass die Kinder miteinander reden. Also komme ich heute Abend mit Sören hierher und dann regeln die beiden Jungs das schon. Hm? Nicht? Ich meine, Sie sehen nicht überzeugt aus. Also wenn Sören nicht gezwungen wird, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, ja, was soll denn dann dabei rauskommen? Verehrte Frau Wollstedt, was heißt das denn jetzt schon wieder? Was heißt denn, gezwungen wird, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen? Hm? Ihr Sohn ist ganz sicher kein Wilder. Sören ist absolut kein Wilder. Doch. Das ist idiotisch, warum sagst du das? Also bitte, so wollen wir doch jetzt nicht auseinandergehen, oder? Es geht mir um ihn, es geht mir um Sören. Ja, das war mir klar. Okay, setzen wir uns noch 2 Minuten, ja? Ja, ein Tee vielleicht noch. Tee ist immer gut. Ja. Lass mal, ich mach. Ich sehe, Sie interessieren sich für Kunst, ja? Oh ja. Fotografie, Malerei, das gehört gewissermaßen zu meinem Beruf. Ah ja. Mhm. Oh, ich liebe Rodin auch. Ach, Rodin. Kunst und Grausamkeit. Chaos. Gleichgewicht. Ja. Interessiert Sören sich für Kunst? Leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Und Ihre Kinder? Wir versuchen es. Wir versuchen wettzumachen, was die Schule versäumt. Wir versuchen sie zum Lesen zu bringen. Wir nehmen sie in Konzerte und in Ausstellungen mit. Ach ja, wir sind zu naiv, an die zivilisierende Kraft der Kultur zu glauben. Zu Recht, Frau Wollstedt, zu Recht. Ist Apfelstrudel ein Strudel oder ein Kuchen? Also ich habe mich das gerade in der Küche gefragt. Also, warum ist Apfelstrudel ein Strudel? Oh, kommen Sie, das bisschen wird doch jetzt nicht übrig bleiben hier. Der Strudel ist ein Strudel, weil man die Früchte auf den Teig auflegt und in ihn einwickelt und nicht mit ihm vermischt. Sie sind ja ein richtiger Küchenprofi, ja? Ah, ich mag das. Kochen muss man mögen. Also, aus meiner Sicht verdient nur dann der Strudel den Namen Strudel, wenn man die Früchte auf den Teig auflegt und in ihn einwickelt. Haben Sie noch weitere Kinder? Ich habe noch einen Sohn aus erster Ehe, ja. Also ich habe mich gefragt, obwohl das eigentlich unwichtig ist, worum ging es eigentlich in diesem Streit? Ja? Lars hat sich da völlig bedeckt gehalten. Ja, Lars hat Sören nicht in seine Bande aufnehmen wollen. Ah. Lars hat eine Bande? Ja, und er hat ihn eine Petze genannt. Ja. Hast du gewusst, dass Lars eine Bande hat? Nein, aber das freut mich wahnsinnig. Wieso freut dich das wahnsinnig? Naja, weil ich selbst mal Chef einer Bande war. Ja, egal. Ja. Ja. Was bedeutet das? Ja, da gibt's so 5, 6 Jungs, ja, ja, die schauen zu dir auf und die tun alles für dich. Ja? Das ist das ist so wie in Ivanhoe. Ja, genau, wie in Ivanhoe. Ja. Ja. Kennt denn heute noch Ivanhoe? Oh mein Gott, heute haben die anderen. Heute haben die Spider-Man. Ja, Spider-Man. Also offenbar sind sie besser informiert als wir. Ja? Da war Sören gar nicht so stumm, wie sie gesagt haben. Aha. Und warum hat er ihn eine Petze genannt? Nein. Nein, das ist eine dumme Frage. Es geht mir auch nichts an. Darum geht's auch gar nicht. Frau Wollstedt, wenn Kinder sich streiten, dann sollten sich Erwachsene da besser raushalten. Das geht uns nichts an. Ganz genau. Aber was dann leider passiert, es geht uns sehr wohl was an. Gewalt geht uns alle an. Also als ich mal Chef einer Bande war, ja, da habe ich in einem Zweikampf mal Peter Hader besiegt. Obwohl der stärker war als ich. Warum erzählst du das jetzt hier, Mike? Das gehört doch jetzt hier nicht hin. Ja, stimmt.
Aber das gehört hier eigentlich nicht hin. Es war doch kein Zweikampf. Die Kinder haben doch nicht gekämpft. Ja, ja. Ja, mir ist das ja auch gerade nur so eingefallen. Also ich meine, der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Oh doch, Verehrtester. Sie gestatten? Es gibt einen wichtigen Unterschied. Ja, es gibt einen Unterschied. Welchen? Peter Harder und ich, wir waren einverstanden, miteinander zu kämpfen. Und? Ich meine, haben Sie ihn übel zugerichtet? Ja, ein bisschen schon. Gut, vergessen wir Peter Harder. Erlauben Sie mir, mit Sören zu reden? Aber ja, reden Sie mit ihm. Ich möchte das nicht ohne Ihr Einverständnis Bitte, tun. Reden Sie mit ihm, das ist das Normalste von der Welt. Hm? Viel Glück. Endlich auf damit. Was war das? Schau mal, Frau Wollstedt hier, ja? Katharina, wir tun uns doch alle leichter, wenn wir uns beim Vornamen ansprechen, nicht wahr? Katharina, der pädagogische Ehrgeiz, der Sie antreibt. Der wenn Sie nicht möchten, dass ich mit ihm rede, dann rede ich nicht mit ihm. Doch. Reden Sie mit ihm, halten Sie meine Predigt, tun Sie, was Sie wollen. Also ich muss mich schon sehr wundern, dass Sie so gar nicht besorgt wirken. Liebe Frau Wollstedt. Katharina. Katharina, ich bin so besorgt, wie man als Vater nur sein kann. Schauen Sie, unser Sohn schlägt ein anderes Kind. Absichtlich. Sehen Sie? Das ist genau die Art von Kommentaren, bei denen ich störrisch werde. Wir wissen, dass es Absicht war. Aber das ist entscheidend. Was entscheidet es denn? Was entscheidet? Unser Sohn hat einen Stock genommen, hat Ihren Sohn damit geschlagen. Deswegen sind wir hier, oder? Bitte, das bringt so überhaupt nichts, ja? Sie hat recht. Diese Art von Diskussion, die bringt nichts. Warum haben Sie denn das dringende Bedürfnis, jetzt unbedingt noch das Wörtchen absichtlich hier mit einzubringen? Was für eine Lehre soll mir das denn erteilen? Naja, das bekommt jetzt hier gerade eine ganz lächerliche Schlagseite, ja? Meinen Mann belasten im Augenblick ganz andere Dinge. Also komm ich heute Abend mit Sören hierher und dann klären die Jungs das schon, okay? Mich belastet gar nichts. Schön für dich, aber mich! Also, wir haben auch jetzt keinen Grund, uns belastet zu fühlen. Oh, doch. Oh. Jörg, was ist denn? Was? Da gehen Sie gar nicht drauf ein. Nein, kein Kommentar. Was? Nein, nein. Sie werden das Mittel jetzt nicht vom Markt nehmen, hören Sie? Ne? Wenn Sie das Antril jetzt vom Markt nehmen, dann ist das ein Eingeständnis. Nein, im Jahresbericht ist die Sache nicht erwähnt. Ja, wenn Sie wegen Bilanzbetrug belangt und in 2 Wochen gefeuert werden wollen, dann nehmen Sie das Mittel jetzt vom Bei Markt. Bei der Schulfeier letztes Jahr, da hat Sören ja. doch mitgespielt, den. Ja. Aber das, den Glöckner von Notre Dame. Ah ja, den Glöckner von Notre Dame. Das tun wir doch. Ja, natürlich kümmern wir uns um die Opfer nach der Aktionärsversammlung, je nachdem wie der Kurs steht. Er war großartig. Ja. Nein. Nein, wir werden das Mittel nicht vom Markt nehmen, nur weil 2 Leute so ein bisschen Schlagseite haben, wenn sie rumlaufen. Nein, Sie werden sich jetzt nicht mehr öffentlich äußern, hören Sie? Ja, ich melde mich. Ciao. Wir können uns doch sehr gut an ihn erinnern. Erinnerst du dich auch an ihn, Mike? Ja. Als Buckliger verkleidet war der schon sehr komisch. Ja. Franz, Sie werden nervös jetzt, ja? Ja. Ja, Sie haben die Presse am Hals. Pass auf. Ja, du bereitest jetzt eine Presseerklärung vor, ja? Aber nichts Defensives, verstehst du? Nein. Ja. Im Gegenteil, du feuerst das vollen Rohren und du machst unmissverständlich klar, dass Währens Pharma Opfer einer Destabilisierungskampagne werden soll, ja? Genau. Ja. Ja, woher kommt diese Studie? Warum kommt sie ausgerechnet jetzt? Nein, kein Wort von Gesundheitsproblem, nein. Es geht nur um eine zentrale Frage: Wer steckt hinter dieser Studie, ja? Alles klar. Ciao. Diese Pharmafirmen sind schrecklich, ne? Profit. Nichts als Profit. Niemand hat Sie gebeten, mein Gespräch zu kommentieren. Niemand hat Sie gebeten, Ihr Gespräch hier direkt vor meinen Augen zu führen. Doch, dazu bin ich leider gezwungen, das können Sie mir glauben. Ja. Sie verkaufen Ihr Zeug doch ohne Rücksicht auf Verluste. Schauen Sie mal, in der Medizin, ja, da ist es so, da geht jeder therapeutische Fortschritt mit Chancen und Risiken einher. Mag sein. Aber Sie haben schon einen merkwürdigen Beruf. Bitte? Mike, das geht uns nichts an.
einen merkwürdigen Beruf. Und Sie? Was haben Sie? Ich habe einen normalen Beruf. Was bitte schön ist denn ein normaler Beruf? Ja, wie ich schon sagte, ich verkaufe Töpfe. Ja, natürlich. Ja, und Klospülung. Klospülung, das ist gut. Ja, das geht auch. Doch, das interessiert mich. Warum auch nicht? Klospülung interessiert mich. Ja, ja. Wie viele Arten haben Sie denn? Es gibt zwei Systeme. Zwei Systeme. Ja, tief- und Flachspüler. Tief- und Flachspüler. Ja, genau. Das hängt vom Abgang an. Vom Abgang? Ja, ja, genau. Entweder es geht direkt nach unten oder über die Platte. Ja, aber wenn Sie das so interessiert, ja, dann kann ich Sie mit einem meiner Spezialisten zusammenbringen. Ja, einer der Gäste. Ja, aber dann müssen Sie raus an den Hafen. Nein, nein, Sie wirken sehr kompetent. Ja, aber das könnte gerne sein. Nicht irgendwie bestrafen? Über die Klempnerei können Sie bei besserer Gelegenheit weiterreden. Mir ist irgendwie nicht gut. Was haben Sie? Liebling, du bist auch ganz blass. Und du kannst weiß um die Nase. Mir ist übel. Aber Ihnen ist übel? Ich habe Paspertin da. Nein, lassen Sie, das geht bestimmt gleich vorüber. Was könnten wir... Cola ist da sehr gut. Was geht bestimmt gleich weg, ist schon okay. Ja, oder Sie stehen auf und gehen ein paar Schritte. So. Bitte sehr. Meinen Sie? Ja, ja, einen kleinen Schluck. Okay. Franz, hör zu. Wer? Ja, dann geben Sie mir doch mal Franz. Ja, dann soll er mich zurückrufen, aber sofort, ja? Sag mal, Cola hilft das nicht eher gegen Durchfall? Nicht nur. Geht's? Geht schon. Geht schon. Katharina? Ja. Oh. Wenn wir uns dazu entscheiden sollten, unseren Sohn irgendwie zu bestrafen, dann machen wir das ganz genauso, wie wir es für richtig halten. Wir schulden da keiner Menschenseele Rechenschaft drüber, okay? Aber sicher. Natürlich. Aber natürlich was? Natürlich tun Sie, was Sie wollen. Ja, Sie tun mit Ihrem Sohn, was Sie wollen. Das steht Ihnen doch völlig frei. Also ich finde nicht. Wie? Du findest nicht? Dass es Ihnen frei steht. Das müssten Sie mir bitte mal genauer erklären. Ja, Franz. Ja. Ja, genau. Ja, hör zu. Es ist wichtig, dass nichts bewiesen. Hast du schon. Ja. Aha, hervorragend, ja. Ja, und hör zu, denk dran, wir dürfen das nicht versemmeln. Ja? Wenn wir das versemmeln, dann fliegt Jörg in zwei Wochen und wir fliegen hinterher, ja? Schluss jetzt! Jetzt reicht's mit dem Handy! Bleib von der Sache, verdammt nochmal! Ja, ja, genau. Du rufst mich dann an und liest es mir vor, ja? Okay, ciao. Sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden? Das hat Franz alles gehört. Ja, gut so. Die Telefongeräte, die geht mir verdammt nochmal auf die Nerven. Anne, es ist schon sehr, sehr nett von mir, dass ich überhaupt hier dabei bin. Das wird ja immer besser. Ich muss mich übergeben. Ach Quatsch, du musst dich doch jetzt nicht übergeben. Doch. Wollen Sie vielleicht auf Toilette gehen? Niemand zwingt dich hier zu bleiben, nein. Ja? Nein, niemand zwingt ihn hier zu bleiben. Mir wird schwindelig. Ja, dann schau einen Fixpunkt an, wow, wow. Fix hier an. Geht's weg, lass mich in Ruhe. Sie sollte vielleicht noch besser auf die Toilette gehen. Ja, dann geh auf Toilette. Wenn du dich übergeben musst, dann geh auf Toilette. Ja, wofür ist das Paspertin? Liegt das vielleicht noch an dem Apfelstrudel? Ist von gestern. Ellen, nun regen Sie sich doch nicht so auf. Für meinen Mann ist alles, aber auch absolut alles, was mit Haus, Schule und Garten zu tun hat, alleine was... Mein Ressort. Das stimmt doch gar nicht. Doch! Natürlich ist das so, das weißt du ganz genau. Weißt du was? Ich verstehe dich sogar. Das ist nämlich alles todlangweilig, weißt du? Todlangweilig! Also wenn das alles so todlangweilig ist, warum setzt man dann Kinder in die Welt? Vielleicht spürt Sören dieses Desinteresse. Bitte? Was für ein Desinteresse? Naja, Sie sagten ja selbst gerade, dass Sie das alles... Oh! Einmal schnell! Oh, meine Güte! Das ist doch eine Sauerei hier. Also der Apfelschrull kann es nicht sein. Das geht weg. Apfelschrull, das sind Nerven. Das kann die Nerven. Komm, du hättest aufs Klo gehen sollen, Bauer. Das ist doch absurd. Ihr Anzug hat auch ganz schön was nachgedacht. Wollt ihr vielleicht den Bart sauber machen gehen? Das ist doch nicht so krass. Ha ha ha!
jetzt, jetzt bringt sie doch nichts runter! Also, wo ist denn das Bad? Ich zeig's Ihnen! Ah, das ist. Also, Anne. Anne, das ist nicht der Apfelstrudel, das sind die Nerven, ein nervöser Anfall. Anne, Sie sind ein Muttertier. Ob Sie es wollen oder nicht. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Bei mir geht das immer die Halswirbelsäule. Hier, blockierte Halswirbel. Ich sag immer, was uns beherrscht, das können wir nicht beherrschen. Was tun wir bloß mit dem Kokoschka? Oh, ja, ich würde ihn ja mit Meister Propper reinigen. Was? Ja, oder du wischst das drüber. Das Problem ist ja, wie wir ihn trocken kriegen. Ja, oder du wischst ihn feucht ab und wir geben ein bisschen Deo dran. Deo? Naja, benutze mein Kuhorte. Ich benutze es nie. Ich kaufe ihn einen neuen, bestimmt. Das ist das aber auch. Den gibt es nicht mehr. Der ist seit Jahren vergriffen. Oh Mann. Lass mich mal machen, ich werde ihn. Der Katalog ist über 20 Jahre alt. Das ist ein Nachdruck der Londoner Ausstellung von 53. Das ist alles voll hier. Martina, hol mal den Föhn. Ihr Mann ist im Bad. Ja, der will aber nicht nackt sein. Oh. So, das Gröbste haben wir schon mal weg. Aber oh, das ist aber auch. Ich bin gleich wieder da. Scheiße. Geht's wieder? Ich glaub schon. Soll ich sprühen? Wo ist der Föhn? Er bringt ihn mit, wenn er fertig ist. Dann warten wir. Der Föhn kommt erst zum Schluss dran. Entschuldigung. Ja? Könnte ich auch mal bitte Ihr Badezimmer benutzen? Ach, aber selbstverständlich. Natürlich, natürlich, klar. Bitte, bitte da entlang. Dankeschön. Selbstverständlich. Ich kann nicht genug entschuldigen. Ach, das tut mir ja wirklich leid. Ja. Der reinste Albtraum. Also der muss echt aufpassen, ja? Sonst garantiere ich für nichts mehr. Sie ist auch grässlich. Aber nicht so wie er. Sie ist falsch. Also mich stört sie eigentlich nicht so. Warum schlägst du dich auf ihre Seite? Ich schlag mich doch nicht auf ihre Seite. Doch. Nein. Du bist so windelweich, du willst es allen recht machen. Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Du erzählst diese Geschichten von dir als tollem Bandenchef. Ja. Du sagst, es stünde ihnen frei, mit ihrem Sohn zu machen, was sie wollen. Dabei ist der Bengel eine Gefahr für andere. Und wenn ein Kind eine Gefahr für andere ist, dann geht das alle was an. Und dann kotzt die auch noch auf meine Bücher, das ist doch krank! Hier, guck mal. Boah. Wenn man merkt, dass man kümmeln muss, dann geht man rechtzeitig raus. Hier, Mongolen. So. Boah, ekelhaft. Also, bei dem Spülsystem, ne? Da war ich kurz vorm Platzen. Ah, perfekt. Du warst perfekt. Wow. Ich hab gut reagiert, oder? Perfekt, das mit dem langen Riss. Das war perfekt. Ja, ja. So ein Arschloch. Wie nennt er sie? Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ja, ich nenne sie Wow Wow. Oh, ja. Das war jetzt nicht böse gemeint. Es ist immer leicht, sich über die Kosenamen anderer Leute lustig zu machen. Nicht? Wie nennen wir uns, Mike? Sicher schlimmer, oder? Sie wollten den Föhn? Danke. Ja, danke. Wir nennen uns immer Darjeeling. Wie der Darjeeling-Tee. Ja. Also ich finde das eindeutig lächerlicher. So, jetzt einmal umblättern. Wie geht's der Ärzten? Besser? Ja, ja, besser, ja. Mir tut meine Reaktion sehr leid. Schon gut. So, jetzt nochmal zurückblättern. Jetzt mal ganz hier. Zieh mal richtig dran. Ich hab dir solche Vorwürfe gemacht wegen meines Kataloges. Fass es nicht. Zieh mal. Ja, ich zieh ja. Richtig dran.
Leicht zerreißt sie. Ah, was? Bestimmt, Mike. Es reicht, sie ist trocken. Ach, man hängt so absurd an manchen Dingen. Man weiß eigentlich selbst nicht, warum. So. Tadellos. Und wo kommt das her? Wow, wow. Aus einem Lied von Paolo Conte. Da singt er so wow, wow. Ah, wow, 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 wow. Ja, kenne ich. Ja, ja. Ja, bei uns ist es eine Abwandlung von Darling. Wir haben unsere Hochzeitsreise nach Indien gemacht. Ja, bescheuert. Ob ich dich mal nachher sehe? Ja, genau. Sieh mal nach ihr, Darjeeling. Soll ich? Ja, ja. Ach, oh, Anne. Geht's Ihnen besser? Ich habe mir schon solche Sorgen um Sie gemacht. Ich glaube schon. Wenn du nicht ganz sicher bist, dann halte ich noch ein bisschen von dem Tischchen fern. Ich habe das Handtuch in die Badewanne gelegt. Ich wusste im Augenblick nicht, wohin damit. Ach, perfekt. Ich sehe, Sie haben alles wieder sauber bekommen, ja? Alles in Ordnung, alles gut. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Nein, nein, Anne, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich war so auf meinen Kokoschka fixiert, ich habe mich fast nicht hier um Sie gekümmert. Nein, das macht nichts. Aber im Badezimmer eben, da ist mir noch was ganz Wichtiges eingefallen. Ach ja? Ja, also ich denke, wir haben etwas nicht genug beachtet. Ja, ja? Reden Sie. Naja, also eine Beschimpfung ist auch eine Art Aggression. Natürlich. Kommt ganz drauf an, Mike. Ja, das kommt ganz drauf an. Frau Wollstedt. Sören war noch niemals brutal zu irgendjemandem. Ganz ohne Grund wird der das nicht gemacht haben. Und Lars hat ihn eine Petze genannt. Ja. Jörg, nein. Was? Nein, auf gar keinen Fall treten Sie gemeinsam mit Geschädigten auf. Was? Nein, wir leugnen alles, ja. Nötigenfalls attackieren wir die Presse. Ach so, wir schicken Ihnen auch gleich einen Entwurf für die Presseerklärung zu, ja? Alles klar. Ja, ciao. Wenn mich jemand eine Petze nennt, ja, dann gehe ich auch in die Luft. Es sei denn, es stimmt. Bitte? Naja, wenn es gerechtfertigt ist. Wie jetzt? Mein Sohn ist eine Petze? Nein, das war ein Scherz. Gut. Dann Ihre ja auch so gesehen. Wie unser auch? Naja, schließlich hat der Sören angeschwärzt, oder? Ja, aber doch nur auf unser Drängen. Mike, wir kommen jetzt völlig vom Thema ab. Das ist doch vollkommen egal. Ob auf Drängen oder nicht, Fakt ist, er hat ihn verpetzt. Anne? Was, Anne? So, jetzt nochmal von vorne, ja? Sie glauben also, mein Sohn ist eine Petze? Ich glaube gar nichts. Ja, wie wunderbar ist das denn? Wenn Sie gar nichts glauben, dann sagen Sie doch einfach auch mal gar nichts. Behalten Sie doch einfach mal Ihre gemeine Unterstellung für sich. Anne, wir sollten uns jetzt hier nicht aufregen. Mike und ich, wir bemühen uns, Ihnen entgegenzukommen und moderat zu reagieren. So moderat ja nun auch wieder nicht. Ach ja, warum? Oberflächlich moderat vielleicht. Wow, wow, ich muss jetzt wirklich gehen. Ja, dann geh doch endlich, sein Feigling. Anne, mir droht der Verlust meines größten Kunden. Ich meine, da sind wir solche Haarspaltereien von wegen elterlicher Verantwortung und so auch mal egal, ja. Mein Sohn hat zwei Zähne verloren, zwei Vorderzähne. Ja, das wissen wir jetzt. Einen davon für immer. Doch, er kriegt neue. Ich meine, wir lassen ihm neue einsetzen, bessere. Zähne, mit denen man viel besser beißen kann. Ich meine, Sören hat doch nicht das Trommelfell durchbohrt. Himmel, Herrgott. Es wäre verkehrt, nicht die Ursache des Problems zu sehen, okay? Es gibt keine Ursache. Es gibt einen Elfjährigen, der zugeschlagen hat. Mit einem Stock. Bewaffnet mit einem Stock. Wir haben das Wort zurückgezogen. Ja, Sie haben das Wort zurückgezogen, nachdem wir Einspruch eingelegt haben. Wir haben es ohne Diskussion zurückgezogen. Ein Wort, das die Ungeschicklichkeit ausschließt. Ein Wort, das ganz bewusst die Kindheit ausschließt. Oh, ich glaube, diesen Ton ertrage ich. Wir zwei, ja, wir haben uns von Anfang an nicht so gut verstanden, ne? Verehrtester, nichts ist widerlicher, als etwas vorgeworfen zu bekommen, von dem man längst abgerückt ist. Das Wort bewaffnet hat Ihnen nicht behagt. Gut, wir haben es ersetzt. Dabei wäre das hier durchaus angebracht, wenn man mal den Wortsinn bedenkt. Meine Güte nochmal, Sören ist beschimpft worden und er hat doch nur reagiert. Wenn man mich attackiert, dann verteidige ich mich doch auch. Ganz besonders, wenn ich eine ganze Bande gegen mich habe, oder?
Ihnen scheint das Kotzen ja richtig gut bekommen zu sein. Sagen Sie mal, ist Ihnen eigentlich bewusst, wie geschmacklos dieser Saß gerade war? Oh Gott! Gut, gut. Wir sind doch alle besten Freunde, ja, alle vier, da bin ich mir sicher. Ja. Warum lassen wir denn jetzt Irritationen und nutzlose Gereiztheiten die Oberhand geben? Oh Mike, jetzt reicht's aber. Schluss mit diesen versöhnlichen Tönen. Wenn wir noch oberflächlich moderat sind, bitte. Wir können auch anders. Nein. Ich weigere mich, mich auf dieses Niveau zu begeben. Was für ein Niveau denn? Also dieses jämmerliche Niveau, was uns diese beiden kleinen Idioten hier aufzwingen. So. Ich glaube, das wird Tina jetzt überhaupt nicht gefallen. Ja. Katharina. Katharina, pardon. Jetzt ist Lars der Ernst schon ein kleiner Idiot. Aber das ist ja wohl der Gipfel. Ach so. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ja, ich auch. Oh Gott. Gehen Sie. Gehen Sie. Ich geb's auf. Das ist für uns. Ja. Ah, Mama. Ja, ja, nein, nein, du störst nicht, nein. Wir sitzen hier gerade mit Freunden zusammen. Ja. Ja, ja, nee, nee. Tu, was sie dir sagen, genau. Lass das erstmal weg. Ja, ja. Hm. Genau. Du nimmst Antriel? Warte mal einen Moment. Das ist doch Antriel, ihr Scheißzeug da, oder? Ja. Meine Mutter nimmt das. Das sind Tausende. Mama, also das nimmst du jetzt erstmal nicht mehr. Nee, nein, nein. Nein, du tust es, ich will es dir erklären. Ja, nein, du tust, was ich dir sage. Ja, ja, ich möchte da auch gar nicht drüber. Nee, ja, du pass mal auf, mir passt das jetzt eigentlich auch gar nicht so gut. ich rufe dich wieder an. Ja, ja, ja. Ja, ich umarm dich, ja. Ja, wir alle umarmen dich, ja. Ja, tschüss. Gegen Ihren Hochdruck haben Sie Ihren Triel verschrieben. Wenn Sie das nimmt und alles bleibt normal, dann lasse ich Sie als Zeugin auftreten. Hm? Also Ihr Zynismus, ja, der gefällt mir ganz und gar nicht. Ja? Sollte meine Mutter auch nur das kleinste Symptom zeigen, ja, dann erleben Sie mich an der Spitze einer Sammelklage. Die kriegen wir ja sowieso. Das wünsche ich Ihnen. Auf Wiedersehen, Frau Wollstedt. Es bringt nichts, sich anständig zu verhalten. Anstand ist ein Unsinn, der einen nur wehrlos macht und schwächt. So, komm, Anne, wir gehen. Also Predigten haben wir jetzt genug gehört für heute. Ja, ja, gehen Sie, gehen Sie. Aber eins möchte ich Ihnen noch sagen. Seit wir Sie beiden kennen, ja, müssen wir Ihren Sohn, wie heißt er nochmal? Ihren Sören mildernde Umstände zu erkennen. So ist das also, ja? Und wie war das, als Sie den Hamster getötet haben? Getötet? Ja. Ich habe den Hamster getötet? Sie versuchen, Unschuldgefühle einzureden, als hätten Sie die Tugend gebastelt. Dabei sind Sie nichts anderes als ein gemeiner Mörder. Ich habe den Hamster absolut nicht getötet. Nein, viel schlimmer noch. Sie haben dieses arme Tierchen allein in einer feindlichen Umgebung gelassen. Himmel, ja, wahrscheinlich hat längst Not oder der hat ihm den armen Hamster gefressen. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Wie das stimmt? Das stimmt, was willst du denn? Dem Tier muss was Grässliches zugestoßen sein. Ich dachte, der freut sich, wenn er frei ist. Ich habe erwartet, dass er vor Freude tanzt und wegrennt. Ist er aber nicht. Sie haben ihn vollkommen alleine gelassen. Ich kann diese Tiere nicht anfassen. Ich kann diese ganze Gattung nicht anfassen. Scheiße, Tina, das weißt du genau. Er hat Angst vor Nagetieren. Ja, 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 ich habe Angst vor Nagetieren. Ja, und Reptilien machen mich wahnsinnig. Alles, was am Boden kreucht und fleucht, das ist mir absolut fremd. So. Und Sie? Ich meine, warum sind Sie denn nicht runtergegangen und haben das possierliche kleine Tierchen wieder hochgeholt? Weil ich davon nichts wusste, darum... Mike hat mir und den Kindern am nächsten Morgen erzählt, der Hamster sei weggelaufen. Ich bin sofort runtergegangen. Ich bin um den ganzen Block gegangen. Ich habe sogar im Keller gesucht. Okay, Katharina. Okay, es reicht. Ja? Ich finde es widerlich, dass ich jetzt wegen dieser Hamstergeschichte auf der Anklage besitze. Eine Geschichte, die nur uns was angeht und sonst keinen. Ja? Ich finde es unglaublich, ja, auf der Anklagebank zu sitzen hier, als Mörder beschimpft zu werden, in meinem Haus. Ha,
Was hat denn dein Haus damit zu tun? Ein Haus, dessen Türen ich aufgemacht habe. Dessen Türen ich weit aufgemacht habe. Aus dem Geiste der Versöhnung heraus. Und zwar Leuten, die mir das eigentlich hoch anrechnen müssten. Es ist fabelhaft, wie Sie sich hier immer wieder als tollen Kerl hinstellen. Sagen Sie mal, haben Sie überhaupt gar keine Gewissensbisse? Ich habe keinerlei Gewissensbisse. Dieses Tier, das hat mich immer abgestoßen. Ich finde es wunderbar, dass es weg ist. Oh Mike, das ist lächerlich. Lächerlich? Spinnst du jetzt auch oder was? Deren Sohn hier schlägt unter dir zwei Zähne aus, ja? Und mir geht mir wegen eines Hamsters auf den Senkel. Du hast dich diesem Tier gegenüber sehr übel verhalten. Das kannst du jetzt hier nicht leugnen. Ich pfeife auf diesen Hamster. Deiner Tochter kannst du das heute Abend aber nicht sagen. Ja, die soll nur kommen. Ich lasse mir doch von einer neunjährigen Rotznase nicht mein Verhalten diktieren. Das sehe ich wie Ehre. 100 pro. Ja. Das ist erbärmlich. Ah, komm schon, Katharina. Pass auf, pass auf. Bis jetzt habe ich mich noch beherrscht, ja? Aber noch ein Wort. Und ich laufe zur Gegenseite über. Und was ist mit Lars? Lars? Na ja, ist der nicht traurig? Ich denke, der hat jetzt andere Probleme, oder? Lars hat nicht so ein Knusperinchen gehangen. Knusperinchen. Allein schon dieser groteske Name. Sagen Sie mal, wenn Sie so überhaupt gar keine Reue empfinden können, wie können Sie da erwarten, dass unser Sohn welche empfindet, oder? Ich sag euch was. Dieses ganze sinnlose Gequatsche hier, das geht mir allmählich über die Hutschnur. Wir wollten freundlich sein. Wir haben Blumen besorgt. Meine Frau lässt mich hier als gut Menschen dastehen. Dabei habe ich in Wirklichkeit überhaupt keine Selbstkontrolle. Ja? Ich bin ein Choleriker, Ranzenwassers! Das sind wir alle. Was? Nein. Nein, wir sind nicht alle Choleriker. Nein, Sie natürlich nicht, nein. Ich nicht, Gott sei Dank. Nein, Daji, du nicht. Du bist vor solchen Entgleisungen sicher. Warum attackierst du mich? Ich attackiere dich nicht. Im Gegenteil. Doch, du attackierst mich, das weißt du genau. Nein, du hast dieses Kaffeekränzen hier organisiert. Ich habe mich bequatschen lassen. Aber du hast mich bequatschen lassen? Ja. Das ist gemein. Nein, du kämpfst für zivile Umgangsformen, ja? Das gereicht dir zu Ehre. Ich kämpfe für zivile Umgangsformen, genau. Zum Glück gibt es noch Leute, die das tun. Oder findest du es etwa besser, ein Choleriker zu sein? Bitte, bitte, jetzt... Ist es etwa normal, jemandem vorzuwerfen, dass er kein Choleriker ist? Das sagt was? Doch gar keiner. Niemand macht ihm diesen Vorwurf. Doch. Nein, nein, nein. Was hätten wir denn tun sollen? Anzeige erstatten? Uns gegenseitig mit Hilfe der Versicherung fertig machen, oder was? Hör auf, Tina! Womit? Das ist doch unverhältnismäßig. Das ist mir egal. Da will man nicht engstirnig sein und steht am Ende völlig gedemütigt und alleine da. Ja, keine Ahnung, dann sollen Sie es beweisen oder besser beweisen Sie es. Aber aus meiner Sicht wäre es besser, überhaupt gar nicht zu reagieren. Ja. Ja. Man ist immer allein. Überall. Ja. Möchte jemand einen Schluck Whisky? Ja, ich bin bei einem Termin. Ich rufe Sie aus der Kanzlei wieder an, ja? Ja, okay. Bitte, ja. Sehen Sie, ich lebe mit einem restlos negativen Menschen. Wer ist negativ, Ich. Das war die schlechteste Idee der Welt. Wir hätten dieses Treffen niemals organisieren sollen. Ich hab's dir ja gesagt. Du hast es mir gesagt? Ja. Du hast mir gesagt, dass du dieses Treffen nicht veranstalten würdest? Ich fand das keine gute Idee. Es war eine gute Idee. Ach, kommen Sie. Möchte jemand einen Schluck Whisky? Du hast mir gesagt, dass es keine gute Idee ist, Mike. Ich denke schon. Du denkst. Ein Fingerbreit hätte ich gern. Ja. Ich denke, du willst gehen. Ein Gläschen kann ich trinken. Das kommt jetzt eh nicht mehr drauf an. Sag das nochmal. Sieh mir in die Augen und sag, dass wir in dieser Frage geteilter Meinung waren. Mein Gott, Katharina, regen sich doch nicht so auf. Das führt doch zu nichts. Und wer hat heute Morgen dafür gesorgt, dass wir den Apfelstrudel nicht aufessen? Wer hat gesagt, komm, heben wir den Apfelstrudel für die Schneiders auf? Wer hat das gesagt? Das war aber nett. Ja. Na und? Wie, na und? Na, wenn man Gäste erwartet, dann benimmt man sich wie ein Gastgeber. Du lügst.
Du lügst! Er lügt. Also um ehrlich zu sein, meine Frau hat mich auch überreden müssen, hierher zu kommen. Ja, wenn man mit einem Männerbild à la John Wayne aufgewachsen ist, dann hat man auch keine große Lust, eine solche Sache mit Konversation zu reden. Ich denke, Ivan Hoh ist das große Vorbild. Geht in die gleiche Richtung. Ah, sie ergänzen einander. Ja, ergänzen einander! Wieso willst du dich noch erniedrigen, Mike? Tja, offensichtlich habe ich meinen Mann auch für nichts und wieder nichts hierher geschleppt. Was hast du denn erwartet, Wow Wow? Na, das hieß was nicht. Das ist wirklich ein völlig bescheuerter Spitzname. Eine Offenbarung der universellen Harmonie. Ja. Der Whisky ist große Klasse. Ja, nicht wahr? 25 Jahre, Single Malt, direkt aus Schottland. Und wer war das mit den Blumen? Ich habe gesagt, schade, dass wir keine Blumen mehr haben. Ich habe nicht verlangt, dass wir in aller Herbertsfrühe auf den Markt rennen. Meine Güte, Katharina, hören Sie deutlich auf. Er war das mit den Blumen, er allein! Kriegen wir beide eigentlich nichts zu trinken? Wir wollen auch was zu trinken. Katharina und ich. Das ist schon komisch. Da regt sich einer auf über John Wayne und Ivan Hoh ist nicht mal genug. Ein klitzekleines Mäuschen in die Hand zu nehmen. Schluss jetzt! Schluss mit diesem Hamster! Ja, das ist wirklich zum Lachen. Ja. Dankeschön. Und was ist mit Katharina? Ich denke, das ist nicht notwendig. Gieß mir was ein, Mike. Nein. Mike! Nein. Was soll denn das jetzt? Okay, okay, bitte trink, trink, ist egal. Vertragen Sie keinen Alkohol? Hervorragend vertrage ich ihn. Ich vertrage ja sowieso alles. Das gibt's doch nicht. Gut, also ich... Herr Schneider! Bitte! Georg! Georg, bitte verstehen Sie. Ich lebe mit einem Mann, der ein für alle Mal entschieden hat, dass das Leben mittelmäßig ist. Es ist sehr schwierig, mit einem Mann zu leben, der sich in dieses Vorurteil verkrochen hat, der nichts ändern will, der sich für nichts, aber auch gar nichts engagieren will. Das ist ihm egal. Das ist ihm scheißegal. Aber man braucht doch den Glauben. Den Glauben daran, dass es besser werden könnte. Der da, das ist der letzte Mensch, den du das erzählen kannst. Ich rede mit wem ich will, verdammte Scheiße. Ah, da gehst du jetzt schon wieder auf die Nerven. Ahne es. Ja? Ah, Mama! Ja. Ja, ja. Ja, genau. Nee, du störst ein bisschen. Ja. Ja. Ja, nee, es geht ihm gut. Ja, ja, das geht ihm gut. Ja, er hat zwei Zähne verloren. Aber es geht ihm gut. Ja, ja, natürlich hat er Schmerzen. Ja. Ja, er hat Schmerzen. Aber das geht ja auch vorüber. Du, Mama, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich rufe dich zurück. Ja, ja. Ja, ich umarme dich auch. Ja. Wir umarmen dich alle. Ja, ja, tschüss. Er hat immer noch Schmerzen? Oh. Nein. Dann warum regt er denn seine Mutter auf? Er kann nicht anders, er muss sie immer aufregen. Okay, Katharina, es reicht. Was soll dieses Psychodrama? Schauen Sie mal, Katharina, wer interessiert sich denn schon für etwas anderes als für sich selbst? Hm? Ich meine, wir alle möchten gerne daran glauben, dass es besser werden kann und dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann, ganz uneigennützig. Aber gibt's das? Hm? Manche Menschen sind eher träge,
Andere schmieden das Eisen, solange es heiß ist. Wo ist denn der Unterschied? Die Menschen strampeln sich ab, bis sie sterben. Die Erziehung, ja, das Elend der Welt. Nee. Schauen Sie mal, Sie, ja, Sie schreiben ein Buch über Darfur. Ja. Ich kann das gut verstehen. Ja. Ich kann sehr gut verstehen, wenn sich da jemand hinsetzt und sagt, so, jetzt schreibe ich mal ein Buch über ein Massaker. Die ganze Weltgeschichte besteht aus nichts anderem. Darüber schreibe ich jetzt mal ein Buch. Ja. Jeder rettet sich so gut, wie er kann. Ich schreibe dieses Buch nicht, um mich zu retten. Sie haben es nicht gelesen. Sie wissen überhaupt nicht, was drinsteht. Was soll's? Dieses Deo stinkt erbärmlich. Grauenhaft. Sie haben auch jede Menge davon versprüht, ne? Entschuldigung. Sie können ja nichts dafür. Ich habe so hysterisch in der Gegend rumgesprüht. Und warum können wir nicht leicht sein? Warum muss immer alles so anstrengend sein? Sie argumentieren zu viel. Frauen argumentieren zu viel. Ha! Das ist jetzt noch eine echt originelle Antwort, Georg. Ich nehme an, das bringt Sie jetzt auf eine ganz angenehme Weise aus der Fassung, ha? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Zu viel argumentieren. Und ich weiß nicht, wozu das Dasein ohne Moralvorstellung gut wäre. Schaut euch mein Leben an. Halt den Mund. Ich hasse diese erbärmliche Anbiederung. Du widerst mich an. Etwas mehr Humor, wenn ich bitten darf. Ich habe keinen Humor. Ich will auch keinen haben. Ich sage immer, die Ehe ist die härteste Prüfung, die Gott uns auferlegt. Oh, perfekt. Die Ehe und das Familienleben. Komm, niemand erwartet von Ihnen, dass Sie uns Ihre Sicht der Dinge mitteilen, Mike. Und ich finde das auch vollkommen fehl am Platze. Sehen Sie das nicht so? Ihre Ansichten sind doch völlig indiskutabel. Oh. Georg sagt was. Er darf denken, was er will. Ja, aber er muss doch dafür keine Werbung machen. Ja, das stimmt. Hör mal zu, mein Lieber, wir sind hierher gekommen, um das Problem mit den Kindern zu lösen. Auf deren Eheleben pfeifen wir, verstehst du? Na ja. Wie, was na ja? Was willst du sagen? Es hängt zusammen. Was jetzt? Es hängt zusammen. Was? Natürlich hängt das zusammen. Dass Lars zwei Zähne ausgeschlagen worden sind, hängt mit unserem Eheleben zusammen? Na, offensichtlich. Drehen wir das doch mal um, ja? Und betrachten wir unsere Situation. Kinder absorbieren unser Leben. Ja? Sie bringen es durcheinander. Kinder bewirken nichts als Katastrophen. Das ist ein Naturgesetz. Ja? Wenn du diese jungen Paare zum Traualtar schreiten siehst, ja, dann denkst du, die Ärmsten. Sie sind glücklich. Ja? Sie haben auch keine Ahnung. Ja, und vorher, da verriet ihnen ja auch niemand was. Ja? Ein Freund von mir aus der Armee, der kriegt jetzt ein Kind mit seiner neuen Frau. Und ich habe zu ihnen gesagt, ein Kind in deinem Alter, das ist doch Irrsinn. Ja? Die 10, 15 Jahre, die dir bis zum Schlaganfall oder bis zum Krebs noch bleiben, die willst du mit einem Gör versauen? Das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein. Es ist ein voller Ernst. Natürlich ist das mein Ernst. Ich habe noch nicht mal angefangen. Meine Güte, Mike, Sie entwürdigen sich. Ah, kommen Sie. Das ist großartig, was? Großartig. Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten? Keine Zigarre hier drin. Dann eben nicht. Sag mal, du wolltest jetzt nicht ernsthaft hier drin eine Zigarre rauchen. Anne, ich tue, was ich will. Ah. Ja, wenn mir jemand eine Zigarre anbietet, dann nehme ich eine an. Ich werde jetzt aber keine rauchen, damit Katharina sich nicht mehr aufregt. Ich meine, sowieso schon völlig fertig mit den Nerven. Übrigens hat sie recht, hören Sie auf zu flennen. Wenn eine Frau weint, dann kann das einen Mann bis zum Äußersten treiben. Obwohl mir Mikes Meinung, das muss ich jetzt auch mal sagen, absolut fundiert erscheint. Ja, Franz, ja. Hervorragend, ja. Das Übliche, ja, genau.
Ort, Datum und die genaue Uhrzeit, ja? Was ist die Hölle? Ja, die genaue Uhrzeit, zu der du es rausschickst. Das muss ofenwarm sein. Ganz frisch, ja. Ja, ja, mach mal. Das, okay, das nein, nicht wundert sich. Ja, prangert an. Ja, dieser Mann an seinem Handy. Unser Leben wird völlig verhakt von diesem Handy. Anne, das ist jetzt wirklich wichtig. Ja, klar. Das ist immer alles sehr wichtig. Alles, was in der Entfernung passiert, ist immer wichtiger. So, da bin ich wieder. Manöver, ja genau. Störmanöver. Kurz vor Offenlegen der Jahreszahl. Tisch, in der U-Bahn, genau. In der Badewanne, überall. Ja. Aber in Anführungszeichen, schreibt das in Anführungszeichen. Ja? Ich sag überhaupt nichts mehr. Rest das ist eine Kapitulation. Ja. Oh ja. Gott, ich glaube, ich muss mich wieder mit dir. Warum musst du denn einmal? Ja, zitier mich einfach. Ja, genau. Hierbei handelt es sich um einen jämmerlichen Versuch, den Aktienkurs zu manipulieren. Oh, Tina. Ja, warum denn? Jetzt sind wir noch gerüstet. Genau, den Aktienkurs zu manipulieren und meinen Klienten zu schädigen. So, Georg Schneider, Justizial der Lebens Pharma AG. Ja, und dann zu den üblichen AfP, Reuter Tageszeitung, Fachpresse, Tutti Frutti. Alles klar. Ja, ja, ciao. Ihrer Frau geht's nicht so gut. Oh, was hast du denn los? Kümmere dich nicht um mich. Ja, ich mach mir Sorgen. Oh, Entschuldigung, das war mir jetzt überhaupt nicht klar. Anni, jetzt müssen wir. Anni, jetzt müssen wir zwei nicht auch noch anfangen, ja? Weil die beiden schreien sich an, ihre Ehe löst sich gerade auf, dann müssen die ihnen jetzt nicht noch Konkurrenz machen. Was fällt Ihnen ein? Zu sagen, unsere Ehe löst sich auf. Woher nehmen Sie das Recht? Ja. Franz? Ja, du. Ach so, nein, ja, er hat er mir gerade vorgelesen, ja. Ja, das schicken wir ihm zu, ja. Genau. Manipulation, Kursmanipulation. Alles klar. Ja, ciao. Ich sag das doch gar nicht. Michael hier sagt das. Mike, pardon. Ich verbiete Ihnen, irgendwelche Urteile über unsere Familie abzugeben. Dann geben Sie bitte auch kein Urteil über meinen Sohn ab. Das hat nichts miteinander zu tun. Ihr Sohn hat unseren Sohn misshandelt. Es sind Jungs. Ich meine, schon immer haben sich Jungs in der großen Pause gegenseitig vermöbelt. Das ist sozusagen ein Gesetz des Lebens. Nein! Doch, es braucht einfach eine gewisse Lehrzeit, um Gewalt durch Recht zu ersetzen. Und ursprünglich, denken Sie da mal dran, ursprünglich herrschte immer das Gesetz des Stärkeren. Bei den Neandertalern vielleicht, aber nicht bei uns. Bei uns. Müssten Sie mir jetzt auch nochmal erklären, was das heißt, bei uns. Oh, Sie öden mich an, diese Art von Gespräch. Die ödet mich an. Katharina, ich glaube an den Gott des Gemetzels. Das ist der einzige Gott, der von Anbeginn der Zeiten uneingeschränkt herrscht. Schauen Sie mal. Sie, ja? Sie interessieren sich für Afrika. Was hat sie bloß? Alles okay. Zufällig komme ich gerade aus dem Kongo zurück. Ja? Dort unten, ja? Dort lernen Achtjährige schon das Handwerk des Tötens. Ja? Noch als Kinder bringen die vermutlich Hunderte von Menschen um. Mit der Machete, mit dem Kalaschnikow, mit dem Grenade Launcher. Da wird es Sie nicht wundern, dass ich bei weitem nicht so besorgt bin wie Sie, nur weil mein Sohn im Stadtpark mit einem Stöckchen einem Klassenkameraden ein Zähnchen rausschlägt. Oder von mir aus auch zwei. Sie sind im Unrecht. Grenade Launcher. Ja, so heißt das. Ja. Geht's? Prima. Was hast du bloß? Nix, ist nur noch Galle, kein Problem. Erzählen Sie mir nichts über Afrika. Ich bin ausgezeichnet über das afrikanische Materium informiert. Ich beschäftige mich seit Monaten damit. Ja, keine Frage. Aber wussten Sie, dass die Chefermittlerin des internationalen... Oh, erbarmen! Bringen Sie sie nicht noch? Auf dieses Thema! Ah! Oh, sag schon mal! So langsam werden Sie mir richtig sympathisch. Sie mir nicht! Sie kämpft für Frieden und Stabilität in der Welt. Sind Sie sicher? Ja! Das wird mir jetzt gut tun!
Wir leben in Deutschland. Wir leben nicht in Kinshasa. Wir leben in Deutschland mit dem Kodex der westlichen Welt. Was im Stadtpark passiert, das steht in Bezug zu den Werten der westlichen Welt. Der anzugehören, ich mich glücklich schätze. Sein Ehemann. Ob Ihnen das nun gefällt oder nicht. Sein Ehemann zu verprügeln, ja? Das entspricht offenbar auch diesem Kodex. Mike, das nimmt noch ein böses Ende. Ja, ja. Mit was für einer Rage, dass sie hierher gefallen ist. Das kann ich jederzeit wieder. Ja, ja, an ihrer Stelle wäre ich gerührt. Ja. Macht sich über sie lustig. Merken Sie das überhaupt nicht mehr? Ist mir scheißegal. Nein, gar nicht. Komm mal. Schauen Sie, die Moral, ja, die schreibt uns vor, unsere Triebe zu beherrschen. Aber in Wahrheit ist es gut, ihnen einfach mal freien Lauf zu lassen. Wer das Agnus Dei singt, hat keine Lust zum Vögeln. Sagen Sie, diesen Whisky gibt es denn auch bei uns? Von dem Jahrgang? Ja. Das würde mich wundern. Grenade Lounge. Ja, wirklich. Grenade Lounge. Ja, Grenade Lounge. Warum sagst du nicht einfach Granatwerfer, ha? Weil man Grenade Launcher sagt, kein Mensch sagt Granatwerfer. Man sagt auch nicht 12er Kanone, man sagt 12. Und wer ist Mann? Anna, es reicht, ja? Es reicht. Sie müssen schon verstehen, von so einem großen Haudegen wie mein Mann, da kann man nicht erwarten, dass er sich für so ein kleines Nachbarschaftsgeplänkel interessiert. Exakt. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Wir sind Weltbürger. Ich sehe nicht ein, warum man den zwischenmenschlichen Umgangston verkommen lassen sollte. Oh, Katharina, spare uns deine Binsenweisheiten. Ich bring ihn um. Ja, was ist? Jetzt, dann streich jämmerlich. Ja. Schreib plump. Oh, ein plumper Versuch. Es wird unerträglich. Ja. Wie findet er den Rest? Ja, ist alles gut. Ja, ja, alles klar. Ja, ciao. Wo waren wir? Grenade Launcher? Ich sagte, auch wenn es meinem Mann hier nicht gefällt, dass wir überall gleichermaßen wachsam sein müssen. Hier mehr und da weniger. Wachsam, ja, das ist gut. Anne. Ja. Du solltest in deinem Zustand nicht so viel trinken, das ist bescheuert. Welcher Zustand? Im Gegenteil. So. Ja, was gibt's denn? Was? Nein, 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 nein. Keine Interviews jetzt, bevor die Presseerklärung raus ist, ja? Was jetzt? Herr richtig? Schneider, hören Sie jetzt endlich mit diesen unerträglichen Telefonaten auf! Das ist doch den Aktionären scheißegal, oder? Ja, dann erinnere ihn doch mal an die Hoheitsrechte der Aktionäre, was? Ja, die lachen sich doch darüber kaputt. Anne, was? Scheiße! Du gehörst eingewiesen, gehörst du! Ich weiß nicht, das ist ganz neu! Da ist alles drin! Das ist mein ganzes Leben! Katharina, wenigstens du könntest dir so viel Anstand besitzen und nicht lachen! Jetzt lachen wir auch noch! Hier, doch wieder hin. Ganz neu. Das ist ganz, 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 ganz neu. So, Moment, wir gucken mal.
Wollen Sie vielleicht unser Team? Also, ich muss schon sagen. Was wollen Sie sagen, Michael? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das macht nichts. Das ist nicht schlimm. Also, ich finde, man fühlt sich ja total cooler hier, oder? Also, so schön ruhig. Oh, meine Güte, Männer hängen so dermaßen an ihrem Zubehör. Das macht sie klein, hey. Das mindert ihre Autorität. Ein Mann, der nicht für den Einzelgänger wird, hat einfach kein Format. Zu galaktisch, Katharina! Ich hab mich immer für einen Mann interessiert. Puh, Georg. Ernsthaft interessiert. Und dann habe ich ihn gesehen, mitten in der Stadt mit so einer. Oh Gott, mit so einer Umhängetasche, mit so einer Herrenumhängetasche. Das gesehen habe, so schlag an ihm vorbei. Männer mit Herren um ein Getaschen, das geht überhaupt nicht. Aber das Handy im Eingriff hat zu haben, mein Süßer, das ist genauso schlimm. Ein Mann muss so wirken, als wäre er alleine. Zumindest als könnte er alleine sein. Übrigens, mein Männerbild ist auch geprägt von John Wayne. Und was hatte der? Ein Gold, ein Ding, das Leere schafft. Wenn man da nicht für einen Einzelgänger wirkt, ist einfach kein Format. Fällt ein bisschen auseinander, unser kleines Nachbarschaftsgeplänkel hier. Ich fühle mich jetzt bedeutend wohler hier. Aber ich muss Sie trotzdem warnen. Warum? Whisky treibt dann in den Wahn. Keine Bange, ich bin sowas von normal. Selbstverständlich. Wissen Sie? Ich sehe diese ganze Angelegenheit jetzt einfach mal mit einer angenehmen Heiterkeit. Das wird ja immer besser. Ja. Mit einer angenehmen Heiterkeit. Und du, Daji? Ja? Warum musst du dich vor anderen Leuten immer so blamieren? Hals, Maul. Wow. Georg, entspannen Sie sich. Suchen Sie sich eine aus. Hier drin wird keine Zigarre geraucht. Eine Heuer oder eine D4 oder eine Bürgermeisterheuer oder eine Abgeordnetenheuer? Man raucht nicht in einem Haus, in dem ein Kind mit Asthma wohnt. Wie, wer hat Asthma? Unser Sohn. Ja, aber einen scheiß Hamster konnten wir haben, hä? Stimmt. Von Haustieren war Asthmatikern abgeraten. Dringendst abgeraten. Ja, sogar ein Goldfisch kann. Sogar ein Goldfisch kann kontrainjiziert sein. Muss ich mir dieses alberne Geschwätz anhören? Offenbar bin ich die Einzige hier, die Dinge nicht mit einer angenehmen Heiterkeit sieht. Außerdem war ich noch nie so unglücklich. Ich glaube, das ist der unglücklichste Tag in meinem Leben. Trinken macht dich unglücklich. Trinken! Jedes Wort von dir macht mich fertig, Mike. Ich trinke nicht. Ich trinke ein Schlückchen von deinem scheiß Whisky. Den Kredenz, als würdest du den Gläubigen das Sakrament spenden. Trinke nicht. Und dabei wäre es eine Erleichterung, wenn ich beim kleinsten Kummer Zuflucht zu einem Schlückchen nehmen könnte. Mein Mann ist auch ganz unglücklich. Guckt ihn euch mal an! Der ist ganz geknickt. Der sieht so aus, als wenn er ihn am Straßenrand abgesetzt hätte. Ich glaube, das ist für ihn auch der unglücklichste Tag in seinem Leben. Ja. Tut mir leid, wow, wow.
Mach endlich diesen Föhn aus. Das Ding ist doch hinüber. Oh. Ja, da, Mama. Ja, ja, wir haben keine Zeit, das weißt du ja. Ja, ja. Ja, ich werde es dir erklären. Das ist das reinste Gift. Ja? Das kann dich umbringen. Ja? Und ich möchte das nicht mit dir diskutieren. Das nimmst du jetzt nicht mehr. Nein. Warum muss ich das immer mit dir diskutieren? Oh. Mama, ich rufe dich später nochmal an. Ja. Ja, tschüss. Oh, die macht einen fertig. Ja, man hat es nicht leicht im Leben. Lieber. Was machen wir jetzt, ha? Komm ich jetzt heute Abend mit Joni her, oder was? Nee. Irgendwann müssen wir uns mal entscheiden, ha? Ich meine, deswegen sind wir doch überhaupt erst hierher gekommen. Wenn ich mal daran erinnern darf. Das scheint hier keinen mehr zu interessieren, ne? Okay. Also meiner Meinung nach... meiner Meinung nach sind beide Seiten irgendwie im Unrecht. Genau, beide Seiten sind im Unrecht. Fertig. Ist das Ihr Ernst? Bitte? Denken Sie das wirklich? Ja, das denke ich. Mein Sohn, dem ich heute Nacht 2 Dolomo mit Codein geben musste, ist im Unrecht? Ganz so unschuldig wird Ihr kleiner Spatz schon nicht gewesen sein. Verschwinden Sie! Raus über Klagen! Ich meine Tasche! Im Unrecht. Man darf Opfer und Henker nicht verwechseln. Henker! Oh, Katharina, du gehst mir so auf den Sack mit deinen Binsenweisheiten. Oh. Ich bleibe dabei. Ja, ja, ja. Bleib dabei. Dein Engagement für Neger im Sudan, der färbt allmählich hier auf alles ab. Ich bin entsetzt. Warum benimmst du dich so fürchterlich? Weil ich Lust habe. Ich habe Lust, mich fürchterlich zu benehmen. Irgendwann, da werdet ihr begreifen, wie ernst das ist, was in diesem Erdteil passiert. Und dann werdet ihr euch für eure Untätigkeit und euren infamen Nihilismus schämen. Großartig, Katharina. Wirklich. Du bist von uns allen die Beste. Ja, genau. Oh Gott. Diese Leute sind Monster. Weg hier, Georg. Absoluter Monster. Wollen wir gehen? Hör auf damit. Womit? Hier. Nee, ich will mich jetzt betrinken. Weißt du was, diese Leute, die geben mir sowas auf den Zeiger. Ich will mich jetzt betrinken. Die blöde Schlampe schmeißt mit meinen ganzen Klamotten rum und keiner macht was dagegen. Ich will mich jetzt so richtig besaufen. Du bist doch schon betrunken genug. Warum lässt du deinen Sohn als Henker bezeichnen? Ne? Wir kommen hier in dieses Haus, um diese Sache friedlich zu klären. Und dann werden wir plötzlich angegriffen und beschimpft und mit diesem Blödsinn über diesen globalen Bürger sind traktiert. Oh Mann, ey! Sören hatte so recht, ihren kleinen Scheißer mal ins Maul zu hauen und mit ihren Bürgerrechten noch ein bisschen mit den Arsch ab! So! Verflucht nochmal! Ein Schlückchen Schnaps und zack, zeigt sich das wahre Gesicht. Ja. Wo ist denn diese feine, vornehme Frau hin mit den zarten Gesichtszügen, ne? Hab ich's dir nicht gesagt? Ja. Hab ich's dir nicht gesagt? Was haben Sie ihm denn gesagt? Dass sie falsch ist. Ja. Diese Frau ist falsch. Ja. Tut mir leid. Wann haben Sie ihm das gesagt? Als Sie im Bad waren. Ja. Da kannten Sie sie also gerade mal eine Viertelstunde, aber Sie wussten schon, dass sie falsch ist, ne? Ich spüre sowas sofort. Stimmt, stimmt. Für sowas habe ich ein Feeling. Ja. Falsch, was heißt das eigentlich, falsch? Hm? Das nicht mal hören, ja, jetzt beruhig dich da mal, Laura. Das darf ich mich doch machen. Scheiße. Die will alles verharmlosen. Punkt um.
Ganz egal, wie sie sich hier aufhört, die ist ganz genauso wenig besorgt wie Sie. Das stimmt. Ja, das stimmt. Was? Das stimmt? Sie sagen, das stimmt? Die scheißen drauf. Die scheißen schon die ganze Zeit drauf. Du hast völlig recht. Und die da ganz besonders. Ja, und Sie? Hä? Ich meine, können Sie mir mal sagen, weswegen Sie besorgt sind, Mike? Hä? Besorgt? Was heißt das eigentlich, besorgt? Hä? Sie sind doch viel glaubwürdiger, wenn Sie sich hier fürchterlich benehmen. In Wahrheit ist hier kein Mensch besorgt. Außer hier Dings, Tina, Katharina vielleicht, ja? Deren Integrität in der Tat anzuerkennen. Ich verzichte auf Ihre Anerkennung. Ich verzichte darauf. Ich bin noch besorgt, ich bin sowas von besorgt. Ja, das sind wir alle, Anne. Aber als Hysteriker und nicht als Retter der Gesellschaft. Ja. Kürzlich habe ich Ihre Freundin Jane Fonda im Fernsehen gesehen. Danach, da hätte ich mir fast ein Plakat vom Ku Klux Klan gekauft. Wieso, meine Freundin? Was hat jetzt Jane Fonda damit zu tun? Weil sie von der gleichen Art sind. Die gehören zu der gleichen Sorte von Frauen, diesen Frauen, die für alles eine Erklärung parat haben. Das schätzt man an Frauen nicht. An Frauen, da schätzt man Sinnlichkeit, Leichtsinn, Hormone. Aber diese Frauen, die Hüterinnen der Welt, ja, die stoßen uns ab. Auch hier. Gerne. Mike hier, Ihr Mann, den stößt das ganz genauso ab. Reden Sie nicht für mich. Nicht? Es ist uns scheißegal, was Sie an Frauen mögen. Was soll diese Tirade? Die Ansichten von einem wie Ihnen sind uns scheißegal. Oh, jetzt schreit sie aber wie ein Quartiermeister beim Thunfischboot im 19. Jahrhundert. Und sie schreit sie nicht, wenn sie sagt, ihr kleines Arschloch hätte gut daran getan, unseren Sohn zu schlagen? Jawohl, hat er! Wenigstens habt ihr nicht so eine winzige kleine Schnochte wie sie. Dafür haben Sie eine Petzliese. Ist Ihnen das lieber? So, jetzt reicht's! Komm, wir gehen, Georg. Was machen wir noch mit dieser blöden Bude hier? Oh. Ah! Das mache ich mit Ihrem Scheißblut! Mist, Scheißblut! Gehört das Ihnen? Und? Ist es heil geblieben? Ich weiß es nicht. Lassen Sie mal. Nein, schon. Ja, mein Schätzchen? Aha. Aber du kannst bei Sophie Hausaufgaben machen. Nein, Liebes, wir haben Knusperinchen nicht wiedergefunden. Ja, ich bin bis zum Supermarkt gegangen, aber weißt du, Liebes, ich sie ist so ein geschicktes Tier. Ich glaube, wir müssen ihr jetzt einfach vertrauen. Papa ist traurig. Er hat dir nicht wehtun wollen. Aber sicher, Liebes, sicher wirst du mit ihm reden. Hör zu, wir haben schon genug Ärger mit deinem Bruder. Ja, sie findet was zu fressen. Sie wird Blätter fressen, Eicheln, Kastanien. Sie findet was, sie weiß, was für sie gut ist. Ja, Würmer, Schnecken, Dinge, die aus Mülleimern gefallen sind. Sie ist eine Allesfresserin, so wie wir. Gut, bis nachher, mein Schätzchen. Wahrscheinlich hält dieses Tier jetzt irgendwo ein Festschmaus. Nein. Was weiß man schon?